Es geht los. Der erste Schwertransport. Wir probieren. Schauen wir, ob unser Mercedes Arcross das schafft. Wir müssen anscheinend einen Fronthaube von einem. Was ist das? Was sind das überhaupt? Ein Kipplaster gestellt? Okay. Glaube ich, habe ich verstanden. Okay, legen wir los. Polizia ist auch da. Machen wir halt einen Schwertransport hier in Polen. Wahnsinn, wie breit das ist. Oh mein Gott. Da ist das erste Begleitfahrzeug, das sehen wir schon. Okay, wir müssen die Kurven viel, viel weiter rausnehmen. Was für ein Ding ist das? Wahnsinn. Aber bis jetzt, LKW ist super. Ist auch ein Mercedes-Benz. Da also fahren wir eh über zwei Spuren auf der Autobahn mindestens. Oh, das war knapp. Oder hat er mich gerade angehupt? Hat er überhaupt gesehen, was ich da transportiere? Ja, dann müssen wir bis ganz zum Rand fahren. Oh, anstrengend. So. Das Geile ist, können wir über Rot fahren. So, 50 maximal schaffen wir wahrscheinlich eh nicht. Ich denke, wie schwer das ist. 55 Tonnen. Dann haben wir maximal 18. Okay, ich muss ziemlich mittig fahren. Dann geht sich das wirklich schön aus. Davon hat die Polizei auch schon abgesperrt für uns. Super. Natürlich, immer noch in der Nacht durchgeführt, die Schwertransporte. Weniger Verkehr. Sehr gut.
Da hinten ist ein riesen Stau schon. Da kommen natürlich alle nach. Oder rechts runter. Ja, dann geht das schön. Warum haben wir hier eine Baustelle? Können wir das mal erklären? Wahnsinn. Du sitzt bis in den Meter weit fest. Wir haben einen schönen Platz, aber. Meine erste Fahrt ist nicht so einfach. Wir fahren jetzt alle vorbei da. Wir versuchen uns da jetzt mehr halt rechts zu handeln. Geht's eh ganz schön an. Ich glaube, ich komme ein bisschen zu weit links raus, aber. Läuft es bis jetzt wirklich gut? Aber auch wie hoch das Ball ist.
10? Die Uhr? Ungefähr die Hälfte haben wir. Wir werden das planen. Wahnsinn, wie sich der LKW jetzt plagt. Ich weiß nicht, da packt das nichts. Na, ich glaube, da ist zu schwach doch. So, Differentialsperre drin.
40 km, oder? Wednesday, my empty arms were open. Thirsty, waiting for love, waiting for love. Thank the stars, it's Friday. I'm burning like a fire gone wild on Saturday. Cause I won't be coming to church on Sunday. I'll be waiting for love, waiting for love to come around. Probieren wir so. Wenn wir wirklich ganz abbrechen müssen, möchte ich es jetzt noch einmal probieren. Selber Wegpunkt. Wir abbrechen müssen. Bewegt sich nicht. Hört wirklich nichts. Ist halt wirklich leider nichts. Er ist zu schwach. Oh, schau mal. Also, dann liest du schon auf hier. Okay, also wir brauchen stärkeren LKW für Schwergutransporte, haben wir jetzt eingesehen, wir haben es probiert. War ein cooles Erlebnis, aber schau, es ist die Autobahn nicht auf. Gut. Moment. Aber es ist ein Transport innerhalb Frankreichs. Ich bin jetzt nur nicht sicher, ob man den annehmen kann, weil kam es halt viel vor. Das ist sicher eine Mod. Entfernen beim nächsten Mal.
2300 Kilometer nach Turku, Finnland. Warte mal, nehmen wir nochmal. Zeit, 42 Stunden Fahrzeit, 2500. Rau, Brüssel, Lüttich, Köln, Dortmund, Osnabrück, Bremen, Hamburg. Okay, da kennen wir sie ja. Odense, Kopenhagen, Malmö, Helsingborg, Jönköping, Lenköping, Stockholm. Mit der Fähre rüber nach Turku. Aber ist erwischt. Fahren wir mal los. Fahren wir mal jetzt eh nicht. So lang. Tag 2600. Kann man ungefähr sagen. Reise beginnt.
Für den Farmer? Auch in der Folge? Länder, die wir nicht kennen. Und das dauert, bis wir dorthin kommen. Aber wenn wir dann dort sind, was Neues.
kids don't work like they used to before. And I can sweep you up off your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? And darling, I keep loving you till we're 70. And baby, my heart could still for less out of 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe of a hand. Me, I fall in love with you every single day. Jo, wenn man Nico gesagt. So, da ist jetzt mal eine Zwischentankstelle. Warte mal, mach. Laufen gehen. So, wir haben ein paar Annahmen wieder bekommen. Aus Kredit, Rückfalle. Da haben wir noch mehr. Schmidt. Auf. Super. 10, 25. Bam. Durchschnittlich täglicher Profit 66.000. Super. Das ist wirklich super. Aber gut, die müssen erstmal. Nach Danzig, Dresden, Linz, Wien, Pecksch, Pescara. Alle brav. Thomas. Fahrt vorsichtig. Aber wie gesagt, das war's mit der Folge. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Bis dann, was haben wir noch vor uns dann? Aber ich bin jetzt. Bis dann, macht's gut und ciao.